des heutigen Abends. Es ist ein Kampf über 12 Runden im Mittelgewicht um den EBU-EU-Champion. Wir begrüßen als erstes am Weg zum Ring aus Berlin, Deutschland, der ehemalige EBU-EU-Champion Björn Schicke! Zeit für die Revanche. Björn Schicke will es wieder wissen. Dreimal gewonnen seit der Niederlage gegen Asumanyan. Heute ist er wieder da im vielleicht wichtigsten Kampf seiner Karriere. Als nächstes am Weg zum Ring, die EBU-EU-Champion, hier ist Mate Asumanyan! Der Titelverteidiger aus Stein boxt mal wieder auswärts und will es wissen. Mate Asumanyan, das Mentalitätsmonster, auf dem Weg zum Ring. Von EBU-Supervisor Jesper Jensen from Denmark. Die Kampfrichter Marco Marzoli, Italia, Muffarel Elga Saul from the Netherlands und aus Deutschland Jürgen Langos. And inside the ring in charge of the action at the bell from Germany, Oliver Brien. Introducing first, in der blauen Ecke, in the blue corner, begleitet von seinem Trainer Frankie Aldama und Jack Kulkai. Er ist 34 Jahre jung, abgewogen mit einem Gewicht von 72,3 Kilogramm. His professional record, 19 Siege, 10 Knockouts, ein Unentschieden in 21 Kämpfen. Er ist der ehemalige EBU-EU-Champion und er will seinen Titel zurück. Meine Damen und Herren, aus Berlin, Deutschland, in Schwarz, please welcome Björn Schicke! In the red corner, in der roten Ecke, begleitet von seinem Trainer Tunçay Kasım und seinem Team. Er ist 28 Jahre jung, abgewogen mit einem Gewicht von 72,3 Kilogramm. His professional record, 12 Siege, 6 Knockouts, 2 Unentschieden in 15 Kämpfen. Meine Damen und Herren, er ist der regierende IBF International Champion and reigning, defending EBU-EU Champion aus Stein, Deutschland, in Rot. Hier ist Martin Asumanyan! Fighter 2, 10 Pokémon all time, touch up, check it.
Die Revanche, es ist soweit. Es hat lange gedauert, aber jetzt stehen sie wieder voreinander im Ring. Björn Schicke und Martin Asomanjan und beide wollen rausfinden, wer ist wirklich der bessere Mann. Schicke und Asomanjan, zwei absolute Top-Boxer aus Deutschland. Asomanjan derzeit der Titelträger des EBU-Titels und des IBF-Titels. Schicke in den schwarzen Shorts, Asomanjan in den roten Shorts. Und Asomanjan, das ist wirklich einer, der geht in die Höhle des Löwen. Zuletzt gegen Markus Nader in Wien gewonnen via Knockout. Das war sein größter Triumph. Und damals eben auch gegen Schicke auswärts in Berlin gewonnen. Damals war es ein extrem ausgeglichener Kampf, eigentlich sogar mit Vorteilen für Schicke auf den Punktzetteln. Aber er konnte nach der sechsten Runde nicht mehr weitermachen. War heftig getroffen worden am Ende der Runde von Asomanjan und konnte dann nicht mehr aufstehen. Asomanjan, so ein bisschen unorthodoxer Stil, geht aber sehr, sehr gut zum Körper, hat ein sehr, sehr gutes Auge, Gefühl für Distanz, der Mann mit den roten Shorts. Schicke eher der geradlinigere Boxer mit einer sehr, sehr stabilen Führhand. Da auch eine ganz besondere Geschichte. Vom 11. bis zum 17. Lebensjahr geboxt, Björn Schicke dann aufgehört, fast 10 Jahre und dann entschieden, ich werde doch noch Profi. Und jetzt setzt er den ersten heftigeren Treffer des Kampfes. Aber Asomanjan ist aus ganz, ganz besonderem Holz geschnitzt, der Mann aus Stein. Und die Halle ist das erste Mal auch so richtig da hier. Beim Duell von Björn Schicke, sein Vater auch am Ring. 34 Jahre mittlerweile alt. Er würde seinen Kampfrekord komplett reinwaschen mit einem Sieg gegen Asomanjan. Seine einzige Niederlage in seinem Rekord. Sekunden noch auf der Uhr. Schicke hier aktiver in Runde 1. Sie sollte an ihn gehen. Asomanjan schaut sich das Ganze erstmal an. Aber das ist typisch für ihn. Für den Franken mit armenischen Wurzeln, der hier noch wenige Aktionen bisher gebracht hat in Runde 1. Jetzt mal nach vorne geht. Aber der kann jederzeit explodieren. Und vor allem entscheidend treffen. Erste Runde in den Geschichtsbüchern. Björn Schicke gegen Martin Asomanjan. Mittelgewicht, dieser Kampf und der nächste auch. Da ist Argon ja extrem gut besetzt in dieser Gewichtsklasse. Björn Schicke wirkt extrem fokussiert. War ja vor seinen Kämpfen früher immer sehr, sehr nervös, hat auch mit dem Mentaltrainer gearbeitet, um sich da mental einzustellen. Sagt sich da auch mehrmals, dass er den Kampf gewinnen wird. Positive Affirmation und das ist hier zu sehen. Er ist sehr, sehr präsent, sehr, sehr selbstbewusst. Aber Asomanjan wartet eben auch noch ab. Hat im letzten Gefecht immer wieder versucht,
mit der rechten über die Führhand von Schicke drüber zu schlagen. Das ist ihm auch das ein oder andere Mal gelungen. Dazu auch sehr viele Treffer zum Körper gesetzt. Und eben am Ende der sechsten Runde damals wirklich mit einer Schlagsalve und vielen guten Treffern, die auch durchgekommen sind, Schicke dann außer Gefecht gesetzt. Davon sind wir hier heute noch sehr weit entfernt. Der Mann von Agon bisher besser. Aber Asumanyan auch noch abwarten. Der weiß auch, das sind 12 brutale Runden, über die es hier eventuell gehen könnte. An sich ist damit nicht zu rechnen, dass der Kampf über die volle Distanz geht. Hat ihn da jetzt in der Ecke, macht das gut. Björn Schicke, aber Asumanyan bewegt sich da auch geschickt. Keine ganz klaren Treffer. Und der Mann aus Stein ist wieder da, hat die Ringmitte wieder erreicht. Aber Schicke hier auf jeden Fall aktiver und präsenter. Auch in dieser Runde. Also Manja muss da aufpassen, muss da weg von den Seilen, sonst wird das teuer. Blutet da jetzt am Hinterkopf. Ganz, ganz sympathischer Mann aus Stein, Martin Asumanyan, Cousin von Arthur Abraham. Arbeitet nebenbei Vollzeit, wirkt in Interviews immer sehr, sehr locker und hat auch hier noch ein Lächeln im Gesicht. Letzten 30 Sekunden und dieser Kampf brennt hier von Anfang an. Das ist ein Gefecht, wie die Boxfans es sich wünschen. Beide geben alles, jetzt schon in Runde 2. Letzten 10 Sekunden, auch diese Runde geht aus meiner Sicht an Schicke, der viel aktiver ist. Viel klare Treffer hat. Asumanyan lächelt zwar, aber er muss hier zulegen. Wenn das was werden soll. Die Frage ist natürlich auch, wie lang kann Schicke dieses enorme Tempo gehen, der Mann, den wir hier sehen. Hat ja eine Lehre als Kanalfacharbeiter hinter sich, den Wehrdienst auch abgeleistet. Und sich dann eben noch für die Profi-Box-Karriere entschieden, Björn Schicke, wenn wir hier diese guten Aktionen sehen, wo er Asumanyan wirklich an den Seilen festgenagelt hatte. Das gab es mehrmals hier in der zweiten Runde. Mamma mia. Mamma mia, was für ein Gefecht hier. In der Unihalle Wuppertal, Stadtteil Elberfeld, 500 Meter von der Bergischen Universität sind wir hier entfernt. Aber das ist eine ganz besondere Wissenschaft, die die beiden hier ausüben. Die hohe Kunst des Faustkampfs. Faustkampfs. Runde 3, los geht's. Ja, und es geht direkt wieder wild los. Der Kampf wird nicht über die volle Distanz gehen. Da lege ich mich jetzt schon mal fest. Also Manja versucht, die rechte über die linke von Schicke zu schlagen. Die fällt oft einen Ticken zu weit runter, wenn der seine Führhand platzieren will. Jetzt geht's rein in den Clinch. Doch die Asumanyan-Fans sind da. Absolute Sportfamilie, aus der Mann mit armenischen Wurzeln kommt. Vater Rennradfahrer, Mutter Schwimmerin, er Profiboxer. Und er ist ganz unorthodox, wie wir hier sehen. Hat die Deckung dann auch mal ein bisschen weiter vorne. Hat aber ein super gutes Auge und extrem gutes Gefühl für Distanz. Der Mann aus Stein. Und Björn Schicke muss aufpassen, dass er hier nicht overpaced. In diesem Gefecht, das von Anfang an alles hält, was es versprochen hat. Ah, das sind gute Treffer jetzt von Asumanyan. Und Schicke muss aufpassen. Schicke muss aufpassen und da muss eigentlich unterbrochen werden. Weil hier diese Ringwerbung durch den Ring rollt.
90 Sekunden, Schick ist aber noch da, schlägt zurück. Was ist das hier für ein Gefecht? Schick ist stolpert fast über die Bandenwerbung, die darf eigentlich niemals im Weg liegen. Und jetzt wird spannend. Asumanyan mit runtergelassener Deckung. Björn Schicke ist zurück. Er ist zurück. Was für eine Schlacht hier in der Unihalle. Aber das war ein klarer Asumanyan-Moment. Da kann Schicke lächeln, wie er will. ...50 Sekunden noch auf der Ringuhr. Was für ein Kampf. Und es war diese eine Rechte von Asumanyan. Sehen wir dann nochmal in der Zeitlupe. Ein Schlag war es, der Schicke wieder ins Wanken gebracht hat. Adrenalinschlag pur. Nächste Treffer von Asumanyan. Schicke muss aufpassen. Asumanyan jetzt mit hängender Deckung. Das ist schon ein Tick zu arrogant. Das kann noch wertvoll, verspreche ich mich hier schon, das kann auch teuer werden für ihn, aber Schicke sollte jetzt erstmal sich in die Pause retten und regenerieren. Denn in so einer wilden Schlacht hier, da ist Asumanyan der Bessere. Mama Mia, einmal durchatmen, was ist das hier für ein Boxkampf? Da sehen wir es nochmal. Asumanyan setzt gnadenlos nach und dann fliegt da diese Banderole in den Ring. Mama Mia, das darf niemals passieren. Schicke stolpert fast, lächelt dann noch. Und die beiden haben Spaß und das ist doch die Hauptsache. Was für drei Runden. Und ein Glück, dass das nochmal gut gegangen ist mit dieser Werbebanderole. Und dann hat sich Schicke zwar regeneriert, aber Asumanyan wirkt so selbstsicher, lässt da die Deckung fallen in Roy Jones Manier. Geht er da offen auf den Gegner zu. Second hier out. Sehen wir es nochmal. Das ist ganz großes Kino. Und jetzt ist die Frage, kann Schicke wieder seine Linie finden? Oder war das zu viel? Und was hat Asumanyan hier jetzt noch drauf, was er auspackt? Er kommt raus aus der Ecke. Das ist unglaublich. Der Mann hat Selbstbewusstsein getankt, als er Markus Nader K.O. geschlagen hat in Wien. Jetzt wagt er sich hier in den Hexenkessel, die Unihalle Wuppertal, vor fremdem Publikum und haut hier wieder einen raus. Aber auch Schicke ist jederzeit in der Lage, ihn wieder zu treffen. Unglaubliches Gefecht. Schicke scheint sich wieder gefangen zu haben, aber Asumanyan lauert auch wie ein Löwe auf der Jagd auf diesen einen Moment, wo er seine Rechte durchschlagen kann. Und die hat sowas von K.O. Power, jetzt schön aufwärtshaken vom Mann aus Stein. Wir sind immer noch in der vierten Runde. Und er hat so ein gutes Distanzgefühl, Asumanyan, das ist wirklich exzellent und was für ein Auge. Kann da immer genau einschätzen, kommen die Schläge, wie kommen sie, jetzt muss Schicke aufpassen, das war auf den Hinterkopf, schon mehrmals jetzt. Im Eifer des Gefechts kann das natürlich schon mal passieren. Aber der Franke mit den armenischen Wurzeln und den roten Shorts ist hier jetzt am Dominieren. Derzeit bei der IBF auf Platz 8 gerankt, Martin Asumanyan, also da ist der Weg auch nicht mehr so ganz weit nach oben. Und im Mittelgewicht werden ja jetzt einige Gürtel frei, weil Canelo Alvarez gegen Gennady Golovkin in den Ring steigt und Golovkin seine Gürtel niederlegt. Also da kann für beide einiges gehen, aber nur der Sieger dieses Gefechts hat eben noch wirklich gute Chancen, noch weiter nach oben zu kommen. Und Stand jetzt ist wieder alles ausgeglichen. Schicke in den ersten zwei Runden besser, dann Asumanyan und jetzt die Runde extrem ausgeglichen.
Und die Halle ist voll da hier in Wuppertal. Argon Boxgala. Ingo Volkmann, der Argon-Besitzer, hat es versprochen. Er bringt nochmal eine Gala hier in die Stadt der Bergischen Löwen. Und er hat es getan. Und es ist die pure Boxextase. Schöner Treffer von Schicke jetzt. Asumanyan muss sich fangen. Und dann ist die Runde vorbei. Aber das ist Boxen, wie es Spaß macht. Unfassbar. Und was hat der für einen unorthodoxen Boxstil? Martin Asumanyan macht richtig Spaß, da zuzuschauen. Schicke da geradlinig, aber auch mit dem Löwenherz hier bisher im Ring. Toller Kampfgeist auch bei ihm. Und natürlich in der Menge, wenn man alle vier Runden sieht, die besseren Aktionen. Also es könnte durchaus sein, dass Schicke hier trotz dieser klaren dritten Runde an Asumanyan auf den Punktzetteln vorne liegt, weil er alle anderen drei Runden gewonnen hat. Aber das wird alles Makulatur. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser Kampf über die volle Distanz geht. Fünfte Runde geht gleich los. Der Mann aus Lichtenberg, Björn Schicke, will seinen EBU-Titel zurück. Aber bis dahin ist es noch ein ganz, ganz langer Weg gegen Martin Asumanyan, der hier mit einem Selbstverständnis eines Champions bisher boxt. Ja, schöne Aufwärtshaken von Schicke. Hat sich hier vollständig regeneriert. Das war so nicht abzusehen. Jetzt bearbeitet er den Mann aus Bayern, der das alles weglächelt, als wäre es eine Runde Karten. Dabei ist es hier absolut brachial hartes Boxen. Nächster Treffer von Schicke. Schöner linker Hack von Schicke und Asumanyan ist angeklingelt. Asumanyan ist angeklingelt, das war der linke Haken von Schicke, er wird angezählt, er ist aber wieder da. Er ist wieder da, wirkt noch präsent, Schicke muss nachsetzen, darf aber auch nicht übertreiben hier. Asumanyan jederzeit in der Lage, einen Konter zu setzen, aber er ist angeklingelt, muss in den Clinch. Was ist das hier für ein Boxkampf? Unglaublich. Setzt jetzt gut nach, Asumanyan noch in der Doppeldeckung. Geht in den Clinch, sichert sich so Zeit, macht das geschickt. Und die Halle bebt hier in Wuppertal. Und was ist das für ein Comeback von Björn Schicke, nachdem er da angeklingelt war in Runde 3. Aber Asumanyan scheint sich wieder halbwegs erholt zu haben. Guter Haken wieder von Schicke. Das hält ja einen nicht mehr auf den Sitzen. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Asumanyan wieder da, tänzelt. Muss sich hier in die Pause retten. Nächster Aufwärtshaken von Schicke, der natürlich diese Runde hier für sich entscheidet. Asumanyan ist nicht mehr so präsent, macht das hier aber trotzdem mit der Erfahrung, rettet sich in die Pause. Aber das war eine ganz klare Schicke-Runde, 10-8. Und jetzt brennt hier aber richtig der Baum in Wuppertal. Hier sehen wir es nochmal. War eigentlich komplett ausgeglichen, Schicke mit mehr Aktionen. Und dann war es ein Haken, der durchkam. Das war noch vorher hier. Jetzt müsste es gleich kommen. Dieser Haken hier war's. Ist da plötzlich offen, lässt seine rechte fallen, Asumanyan. Und da kann Schicke mit der linken
komplett einschlagen. Und das war ein heftiger Wirkungstreffer. Und jetzt Frankie Aldama, Jack Kulkai reden auf ihn ein. Sie wissen auch, das ist jetzt die Chance, aber er muss nicht überpesen. Er liegt jetzt definitiv vorne auf dem Punktzettel nach der 10:8 Runde. Beim Boxen wird ja bei einem Niederschlag die Runde 10:8 gewertet. Natürlich für den, der nicht am Boden war. Sonstige Runden 10:9. Von daher schicke jetzt da Basumanyan. Ist ein Kämpfer. Hat ja einen Kampf in seiner Karriere verloren. Gegen Bezvoda 2018. Das hat er dann 2019 gerecht. Diese Niederlage Martin Asumanyan. Und jetzt will Björn Schicke seine einzige Niederlage gegen eben Asumanyan rächen. Über 2 Jahre später. Und er ist im Moment vorne. Aber das hat überhaupt nichts zu bedeuten in diesem wilden Gefecht. Setzt da den Aufwärtshaken wieder an. Kommt nicht ganz rein. Asumanyan auf jeden Fall jetzt wieder mental komplett da. Da muss er auch aufpassen. Asumanyan hat diesen Ansatz, diese Rechte über den Jab von Schicke zu schlagen. Und die ist brandgefährlich. Also auch Schicke, der hier offensiv wirklich viel raushaut und exzellent boxt, muss das alles noch kontrolliert machen. Und das ist unglaublich hier. Ich hoffe, das kommt bei euch Zuschauern an hier auf Bild Plus, was für eine Stimmung hier ist in der Unihalle. Und was die beiden Männer hier auch in den Ring bringen, das ist unglaublich. Ja, schöner rechter Haken von Schicke, da kann er nachsetzen. 1 Minute noch in der 6. Runde. Es ist kaum zu glauben, dass das erst gleich die Halbzeit des Kampfes ist. Asumanyan ist jetzt auch gefordert. Das ist eine Extremsituation, in der er sich befindet. Vor fremdem Publikum. Muss jetzt auch an seine Grenzen gehen. Der Mann aus Stein. Der Franke mit den armenischen Wurzeln taucht hier schön ab. Schöne Maid-Bewegung von Asumanyan. Da kommt er jetzt auch wieder. Oh, der war auf dem Hinterkopf. Da muss er aufpassen, Björn Schicke. Darf er nicht zu oft machen. Letzten 10 Sekunden. Dieser verhältnismäßig ruhigen Runde, obwohl sie immer noch mehr Action geboten hat als ganz, ganz viele Boxkämpfe in der großen, ruhmreichen Geschichte des Sports. Halbzeitpause. Halbzeitpause im Mittelgewichtsduell. Björn Schicke gegen Martin Asumanyan. Als kurzes Zwischenfazit aus meiner Sicht, Schicke müsste ganz gut vorne liegen. Auch durch die 10:8 Runde, auch die Runde hier jetzt, könnte eher an ihn gegangen sein. Er ist einfach der etwas aktivere Boxer, geht mehr nach vorne, hat einen Ticken mehr klarere Treffer. Also es wird schwer für Asumanyan, das hier über die Punkte noch zu reißen. Aber mein Gefühl sagt mir immer noch, das wird nicht auf den Punktzettel entschieden hier, das Duell. Runde 7, Schicke gegen Asumanyan. Der Franke ist wieder da. Schöne Rechte von Schicke, geht aber auf die Deckung. Hier ist überhaupt nichts mit Abwarten. Hier ist überhaupt nichts mit Zurückhaltung. Es muss da am Handschuh was gemacht werden von Martin Asumanyan. Ein bisschen das Tape locker, muss abgeschnitten werden. Aber ich denke, jeder, der hier eingeschaltet hat für diesen Kampf,
hat alles richtig gemacht. Das ist hochklassiges Boxen, das ist spannendes Boxen. Und jetzt gibt es hier diese Pause, muss frisch getaped werden. Uhr läuft natürlich dann weiter, lasst euch da nicht irritieren. Kann Björn Schicke hier jetzt nochmal nachsetzen. Hatte Martin Asumanian in Runde 5 am Boden, nachdem Asumanian ihn in der dritten Runde schwer angeklingelt hat oder zumindest angeklingelt. Ob schwer war, schwierig einzuordnen. Was bringen die beiden Männer hier an Herz in den Ring? Das ist unglaublich. Schenken sich überhaupt nichts. Und keiner will einen Millimeter zurückweichen. Ja, Schicke wieder da. Also Manjan hat sein Selbstverständnis verloren, was er hatte. Wirkt angeschlagener seit dieser fünften Runde. Hat sich von dieser schweren Wirkung erholt, aber wirkt angeschlagener. Lasst euch nicht irritieren von der Uhr, das ist noch deutlich länger als 40 Sekunden in der Runde. Und Schicke hat jetzt hier das Kommando. Also Manjan kann weniger Konter ansetzen, wird jetzt auch öfter getroffen. Schicke boxt jetzt hier stabil und klar. Nächster Treffer von Schicke. Aber jetzt auch eine gute Rechte von Asumanian. Die hat Wirkung gezeigt. Das ist die Stärke des Franken. Er hat K.O.-Power. Und er schafft es immer wieder über die Führhand von Schicke drüber zu schlagen. Ist jetzt zurück. Martin Asumanian. Gute Sequenz von ihm jetzt. Oh, 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 was für eine Runde. Spüren auch die Argon-Trainer, die hier in die Ecke gesprungen kommen. Jetzt sehen wir hier Asumanian, der wird betreut von Tunçay Kasım. Und da war wieder ein guter Treffer von Asumanian und der kann den Kampf dann jederzeit drehen. Diese Rechte über die Führhand von Schicke drüber. Das könnte sein Game-Changer sein, er liegt hier aber auf den Punktzetteln aus meiner Sicht definitiv hinten. Sind aber auch noch einige Runden zu gehen. Und die Frage ist, kann Björn Schicke dieses Tempo auch durchhalten? Im letzten Kampf war er nach Runde 6 schon Schluss. Jetzt gehen wir immerhin schon in Runde 8 und er ist wieder vorne auf dem Punktzettel. Ähnliche Situation wie beim letzten Mal, nur dass wir schon tiefer drin sind im Gefecht. Also Manjan stürmt aus der Ecke, das ist krass, wie der hier reinkommt. Aber Schicke ist wieder voll da, wieder die schöne Rechte jetzt aber von Asumanian. Das ist sein Paradeschlag und er hat sein Selbstverständnis wiedergefunden. Diese lockere Art ist da mit herabgelassener Deckung vor dem Gegner. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Einmal hat er sich schon verbrannt in Runde 5. Allerdings nicht, als er so offen dastand, sondern als er nach seinem Schlag die Deckung hat fallen lassen. Und Schicke zieht seine stabile Linie durch. Darf da aber auch nicht zu viel drücken. Also Manjan hat den Spaß bei der Arbeit wiedergefunden. Wirkt wieder lockerer. Gibt es in dem Kampf noch einen Turnaround?
Ja, gute Treffer jetzt von Asumanyan. Der Schicke da locken will. Da muss Schicke bei sich bleiben. Kontrolliert. Bisschen unsauber hier, aufpassen da. Bisher alles sehr, sehr sportlich gewesen. Schön Aufwärtshaken von Asumanyan. Sekunden noch auf der Uhr. Also man, der muss da langsam lachen. Schicke schiebt ihn immer so ein bisschen, geht in den Clinch. Muss da jetzt auch Säck raus. Also Manjan weiß nicht, was er davor hat. Sekunden noch. Er hat jederzeit die Knockout-Power, Martin Asumanyan. Und geht jetzt offensiv nach vorne. Gute Treffer jetzt vom Mann aus Franken. Aber auch Schicke ist da. Und wirft sich dann aber immer in den Gegner rein. Da muss es jetzt auch mal eine Ermahnung geben, die gibt es auch. Letzten 10 Sekunden. Also Manjan wirkt frischer als sein Gegner. Und damit gehen wir in die Rundenpause. Noch 4 Runden in diesem brachialen Gefecht. Es wirkt ein bisschen so, ich werde in diesem Kampf aber nie wieder voreilige Schlüsse ziehen, als wäre bei Schicke konditionell weniger im Tank als bei Asumanyan, der natürlich auch weiß, vermutlich liegt er nach Punkten hinten. Also der braucht jetzt entweder ein unglaublich starkes Finish in den letzten Runden, die er alle für sich entscheidet, oder eben den Knockout. Es wird wirklich die Frage sein, wer kann hier nochmal zulegen, wer findet nochmal diese letzte innere Stärke, diese letzte Kraft, um nochmal zuzulegen. Dauert ein bisschen länger bei Asumanyan, der aber jetzt bereit ist. Die Zeit rechnen wir drauf. Schöner linker Haken von Asumanyan zu Beginn der Runde. Natürlich haben diese bisherigen 8 Runden Kraft gekostet, auf beiden Seiten. Beide waren heftig angeklingelt, also Manjan sogar am Boden. Schöner linker Haken von Asumanyan. Schicke geht aber gut zum Körper. Muss da weg von den Seilen jetzt, der Mann aus Franken. Der hier auf jeden Fall Spaß hat, das ist ihm anzusehen. Ja, die Schläge verpuffen auf der Deckung. Aus Schickes Sicht muss er sich hier nicht locken lassen, muss weiter seine stabile Linie fahren. Kombination, Führhand, auch Einzelhände, so wie hier. Also Manjan wird die Lücke suchen und dann versuchen, brachial zuzuschlagen. Schön zum Körper von Asumanyan. Eine Minute noch auf der Uhr. Schicke sucht jetzt auf den Clinch. Yeah!
Ja, gute Treffer von Björn Schicke. Sehr gute Treffer. Asumanyan ist angeschlagen. Kriegt aber wieder einen auf den Hinterkopf. Kontert jetzt selber. Wirkte kurz so, als wäre angeschlagen, aber das war nicht so. Er ist wieder da. Schöne Führhand von Asumanyan. Letzten 10 Sekunden. Schöner Haken jetzt auch. Aber Asumanyan, das muss das Mittel sein. Er muss diese Lücken bei Björn Schicke suchen. Und dann zuschlagen. Schicke sucht jetzt häufig den Clinch. Liegt vermutlich nach Punkten vorne. Das kann ich ja natürlich nicht hundertprozentig sagen. Hier sehen wir noch mal ein paar Sequenzen aus der letzten Runde. Ich kann euch berichten, Frankie Aldama redet auf Björn Schicke ein, der richtig pumpt hier in der Ecke direkt neben mir. Ich sitze hier direkt am Ring in der Unihalle. Also Manjan atmet noch einen Ticken ruhiger. Also konditionell scheint es mir so, als wäre hier der Mann aus Stein, den wir jetzt sehen, hätte noch mehr im Tank. Aber kann er das auch ausspielen? Kann er klare Treffer noch setzen? 3 Runden haben wir noch in diesem jetzt schon epischen Gefecht. Ringfly zur 10. Runde. Round 10. Und sie schenken sich weiterhin nichts. Also Manjan mit der rechten Schicke versucht direkt mit dem linken Haken zu kontern. Jetzt sind sie da im Clinch. Ja, es geht alles auf die Deckung. Schicke muss da aufpassen. Ist selber teilweise offen, wenn er schlägt. Darauf lauert Asumanyan auch. Der Ringrichter muss jetzt diese Clinches aus meiner Sicht schneller trennen. Gut geblockt von Schicke da, die rechte von Asumanyan. Aber der hat noch mehr Volumen. Beide Männer am Limit. Oh, schöne Rechte von Asumanyan. Aber auch Schicke findet nochmal Körner. Wo nehmen die das her? Gestolpert, keine Schlagwirkung. Schöner Körpertreffer von Asumanyan. Gute Führhand vom Franken. Schicke aus Lichtenberg versucht es jetzt nochmal zum Körper zu gehen. Aber da muss hier der Ringrichter jetzt auch härter durchgreifen bei den Clinches. Ja. 45 Sekunden noch. Also man versucht diese Rechte anzubringen, er versucht es immer wieder. Aber auch Schicke hat hier wieder Kraft gefunden. Das kann Wrestling hier aufpassen. Beide natürlich jetzt am Limit. Nur noch 2 Runden vor uns. Schicke gegen Asumanyan. Es ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Die Runde könnte jetzt an Asumanyan gegangen sein, aber auch sie war eng.
hatte einige gute Treffer. Der Mann aus Franken. Aber es ist jetzt sehr, sehr viel Willenssache nur noch. Wer will es mehr? Wer kann nochmal diesen einen Prozent mehr mobilisieren? Hier sehen wir Tuncay Kasim, den Trainer von Martin Asumanyan. Der so oder so hier schon Kämpferherz bewiesen hat nach seinem Niederschlag in Runde 5. Wieder da. Er wirkt konditionell ein Ticken stärker. Oh, schöner linker Konter von Schick, aber auch Schick legt jetzt gut los, schön zum Körper. Fällt Martin Asumanyan hier noch was ein? Er liegt vermutlich hinten auf den Punktzetteln. Jetzt nochmal die Körner zu mobilisieren für einen Knockout wäre natürlich krass. In der dritten Runde sah er schon aus wie der Sieger, als er Björn Schicke angeklingelt hatte. Aber auch Schicke jetzt wieder voll da. Gutes Schlagvolumen beim Berliner. Schöner Treffer von Schicke. Hat sich hier wieder gefangen. Kampf jetzt brutal ausgeglichen. Und es wirkt nicht so, als hätte Asumanyan noch die Körner hier, seine Rechte noch mal anzubringen. Seine bärenstarke Rechte. Bisschen mehr noch als 60 Sekunden, Hinterkopfschlag, keine Absicht. Schöner Körpertreffer von Asumanyan. Dem die Fälle vermutlich davon schwimmen hier. Aber es kann jede Sekunde alles passieren. Sekunden noch, ein bisschen weniger auf der Uhr. Asumanyan versucht es mit einem Aufwärtshaken. Schicke blockt da gut ab. Das ist viel nur noch Instinkt, was jetzt hier passiert. Schlag auf den Hinterkopf, da muss er jetzt wirklich aufpassen. Auch wenn das hier alles im Eifer des Gefechts passiert. Und das war die 11. Runde. Eine haben wir noch im Tank hier bei Bild Plus. Boxen vom Allerfeinsten. Punktzettel werden hier gerade bei mir eingesammelt. Bei den Punktrichtern. Es ist die letzte Runde, die alles entscheidende Runde. Kann es sein? Ich vermute, dass Björn Schicke vorne liegt auf den Punktzetteln. Ich kann es aber nicht hundertprozentig garantieren. Natürlich nicht. Ich bin ja kein Punktrichter. Ich vermute es aber, denn er hatte den Knockdown. Und er hat hier insgesamt mehr gemacht für den Kampf. Und Martin Asumanyan braucht jetzt das Auge des Tigers. Er muss jetzt hier den Knockout suchen, sonst wird das für ihn schwierig. Das kann seine einzige Marschrichtung sein. Er kann sich auf keinen Fall verlassen
dass er auf dem Punktzettel vorne liegt. Auch Schicke wird das nicht machen, haben wir gerade gesehen. Versucht hier auch weiter nach vorne zu gehen. Das ist auch sein Stil, das ist seine Natur. Und jetzt hat der Asumanyan da wieder in der Ringecke. Bearbeitet ihn da gut. Asumanyan muss da raus aus der Ecke. Muss da schnell raus aus der Ecke. Nimmt da einige ungünstige Treffer. Nochmal 30 Sekunden weg von der letzten 3 Minuten. Beide Männer an ihren Grenzen dran. Oder weit darüber wahrscheinlich schon. Unglaublich. Und von Asumanyan kommen jetzt auch keine klaren Konter mehr. Noch 90 Sekunden. Fällt da oft nach vorne, Schicke, jetzt ein schöner Haken. Ja, und da muss er jetzt aufpassen. Fällt da nur noch nach vorne jetzt. Aber Asumanyan kann die Rechte auch nicht anbringen. Da war der Versuch eben wieder. Da wieder. Aber da taucht Schicke dann doch noch klug ab. 50 Sekunden. Und er mobilisiert ja auch die Körner, Björn Schicke. Schöne Rechte jetzt von Asumanyan. Und dann ist da ein Tiefschlag, wenn ich das richtig gesehen habe. Kriegt jetzt Zeit, sich zu erholen. Der Franke mit armenischen Wurzeln will aber weitermachen. Er ist einfach die pure Kämpfernatur. Unsere Uhr ist abgelaufen, aber das wird noch ein bisschen länger gehen. Schöner Treffer nochmal von Asumanyan. Könnte ihm die letzte Runde gesichert haben, dieser linke Haken gerade nochmal. Schicke mobilisiert auch nochmal was. Und dann ist der Kampf vorbei. Was für ein Gefecht, da muss man erstmal tief durchatmen. Mama mia, das ist Boxen. Absolute Grenzerfahrung. Aus meiner Sicht, ich vermute, dass Björn Schicke das Gefecht nach Punkten gewonnen haben sollte. Er hat die ersten 2 Runden deutlich dominiert. Dann auch seinen Niederschlag in Runde 5, als er Asumanyan am Boden hatte. Jetzt am Ende konditionell. Die letzten 3 Runden waren sehr, sehr knapp. Aber es müsste gereicht haben. Es müsste gereicht haben, auch wenn Martin Asumanyan hier absolutes Kämpferherz bewiesen hat. Für mich auch in den letzten Runden, die könnte man auch alle ihm geben. Weil er da einfach die klareren Treffer hatte. Und Schicke teilweise auch viel nach vorne gefallen ist. Aber es ist schwierig. Ich will nicht ihr Punktrichter sein. Generell natürlich mehr Aktivität, auch bei Schicke, klarer Vorwärtsgang, viele klare Aktionen, vor allem in den ersten 2 Dritteln des Kampfes, also die gehen auf jeden Fall klar an ihn. Wie man jetzt die letzten 4 Runden punktet, das ist natürlich eine ganz, ganz komplizierte Geschichte. Jack Kulkay sehen wir da, wartet auch auf einen WM-Kampf. Der vielleicht qualitativ beste Argon-Boxer, der mittlerweile auch Trainer ist mit der schwarzen Kappe. Und Ronny Leber, unser Ringsprecher, wartet auch schon auf das Urteil, dass es in wenigen Augenblicken dann geben wird. Danach noch der letzte Kampf des Abends. Ob das hier nochmal zu toppen sein wird, ist die Frage. Vincenzo Gualtieri gegen
Vincenzo Bevilacqua, auch im Mittelgewicht, selbe Gewichtsklasse, aber jetzt warten wir erstmal auf das Urteil. Judges have scored. So haben die Punkterichter gewertet. Marco Marzuoli 115-112. Jürgen Langos 115-112. Mufadel El Gazoy 115-112. And the winner of this fight, der Sieger dieses Kampfes, einstimmig, by unanimous decision, and new EBU European Union Champion, Björn Schicke! Neuer Europameister Björn Schicke. Er hat es sich redlich verdient. Es war ein brachiales, enges Gefecht. Er hatte seinen Gegner am Boden und sichert sich so den Titel, den er schon mal innehatte, und öffnet sich damit auch wieder neue Türen im Boxgeschäft, in der Rangliste. Das bringt ihm richtig, richtig viel. Schöne Szene nochmal. Martin Asomanian natürlich enttäuscht. Er hatte auch seine Momente. Ganz, ganz enge Geschichte. Jetzt hören wir Björn Schicke vermutlich gleich noch im Interview bei Ronny Leber, unserem Ringsprecher. Also das nächste Mal nochmal gratuliere. Wahnsinnskampf. Von Runde 1 war das Publikum nicht auf den Plätzen zu halten. Es war einfach unglaublich, was ihr beide hier abgeliefert habt. Hab schon so Worte gehört wie Kampf des Jahres. Wie war es für dich? Ja, es war auf jeden Fall anstrengend gewesen. Aber ich bin froh, dass ich den Kampf bekommen habe und dass ich den Kampf gewonnen habe. Und das zählt. Das auf jeden Fall. Also Wahnsinn. Dieser Gürtel. Vor etwas mehr als 2 Jahren seid ihr auch gemeinsam im Ring gestanden. Danach ging der Gürtel an Asomanian. Jetzt hast du ihn wieder zurückgeholt. Was bedeutet das für dich? Vor allen Dingen die letzten 2 Jahre waren ja nicht immer ganz so einfach, aber jetzt ist der Gürtel wieder, zumindest aus deiner Sicht, da, wo er hingehört. Ja, natürlich. Die letzten 2 Jahre waren sehr schwer gewesen, weil man nach einer Niederlage wieder sich aufbauen muss. Aber ich habe es gezeigt, dass es heute geklappt hat. Und jetzt geht es weiter nach oben. Da wünschen wir auf jeden Fall alles, alles Gute. Toi, toi, toi. Nochmal einen Riesenapplaus. Das sind deine Fans. Björn Schicke!